Hallo, ich bin der Jan von KR3M. KR3M ist aus Baden-Württemberg und wir machen Playful Business. Das bedeutet, wir machen spielerische Anwendungen mit Unternehmen. Wir haben zwei große Bereiche. Das eine ist, wir sind Marktführer Casual Games für Verlage und Medienhäuser. Die andere Seite ist, wir haben auch eine Agentur und dann machen wir viele Auftragsarbeiten im Marketingumfeld, aber auch im edukativen Bereich und Gamification pur. Das heißt also, wir gehen in Prozesse rein und bearbeiten den Prozess so, dass er mehr Spaß macht, dass er spielerischer wird. Es geht so weit, dass wir gerade ein gamifiziertes Content Relationship Management System für die Finanzbranche entwickeln. Mein Name ist Micha Strecker. Ich bin Produktmanager bei Black Forest Games. Wir sind ein Spieleentwickler, ein klassischer Spieleentwickler aus Offenburg am Rande des Schwarzwalds und bekannt für unsere Spiele wie Jana Sisters, Twisted Dreams und Rogue Stormers. Wir sind jedes Jahr immer wieder gern am Games BW Stand, weil wir so einfach ein bisschen auch Heimatverbundenheit zeigen können. Also, die meisten unserer Angestellten kommen aus der Gegend, entweder aus Kehl, Offenburg und Umgebung oder aus dem Elsass. Und wir finden, es ist einfach nur eine schöne Gelegenheit für uns, Präsenz auf der Gamescom zu zeigen und halt auch unsere Verbundenheit für Ländle. Herzlich willkommen bei Prosodia. Mein Name ist Jochen Brandelig, ich bin der Geschäftsführer des Tübingen Instituts für Lerntherapie. Wir entwickeln mit Prosodia eine App für Kinder mit Leserechtschreibschwäche. Die Kinder lernen mit unseren Kugellichtern das Betonungsmuster wiederzugeben und anhand des Betonungsmusters die orthografischen Regeln sich zu erschließen und dann letztendlich auch einzelne Wörter mit Unterstützung zu schreiben. Wir sind eine Ausgründung aus der Uni Tübingen und sind Neulinge im Games-Bereich. Und da ist der Messestand hier auf der Gamescom natürlich super, um einen Blick in die Branche werfen zu können und auch um selbst gesehen zu werden und natürlich auch um Kontakte aus der Region in Baden-Württemberg zu knüpfen.